die reingeworfen wird, wird gesagt, Jesus hat die Gesetze ja abrogiert, zunichte gemacht. Laut Bibel, ich ändere kein Jota am Gesetz. Richtig, Matthäus 5, Vers 17. Du sagst es, aber Apostel Paulus sagt was anderes. Apostel Paulus sagt, dass Gott hat uns, Jesus hat uns von dem Fluch des Gesetzes befreit. Jesus hat. Das ist etwas anderes. Ja, okay. Er erklärt vorher den Fluch des Gesetzes. Ja. Okay, kein Problem. Du sagst jetzt, okay, gut, dass wir dahin gekommen sind. Du hast jetzt gesagt, Jesus sagt, kein Gesetz wird vergehen. Matthäus 5, Vers 17, ja? Dort sagt Jesus laut Bibel, denk nur, ich bin gekommen, das Gesetz zu abrogieren, sondern ich bin gekommen, um es zu verfüllen. Und kein einziges Gesetz der Propheten wird vergehen. Und wer nur ein einziges Gesetz ändert, wird im Himmelreich der Kleinste genannt werden. So, Jesus war beschnitten. Die Propheten vorher waren beschnitten. Seit Abraham-Zeit. Wer hat die Beschneidung ausgesetzt? Paulus. Jesus hat kein Schweinefleisch gegessen, weil im 1. Levitikus 11, Vers 7 steht, man darf kein Schweinefleisch essen. Wer hat gesagt, wer hat die Speisegesetze aufgelöst? Paulus. Jetzt kommt jemand, jetzt sind wir an der Stelle, wo ich gerade sagen hin wollte. Matthäus 12 wird dann benutzt, dass die Jünger gegessen haben, ohne sich die Hände zu waschen. Jetzt kommt der Beweis, Jesus hätte das auch abrogiert, das Gesetz. Ja? Die Jünger von Jesus haben gegessen, ohne sich die Hände zu waschen. Und dann kommen die, und jetzt zeige ich euch, dass das der Beweis, den sie benutzen, um zu sagen, guck, die Gesetze sind doch von Jesus aufgelöst worden, ein Beweis gegen sie ist. Sowieso wäre es ja ein Widerspruch zu Matthäus 5, Vers 17, wo er sagt, kein Gesetz wird sich ändern, wenn er dann die Gesetze doch ändert, ja, wenn das von der Bibel ist. Aber hier werden sie kritisiert von den Pharisäern, weil sie ohne sich die Hände zu waschen gegessen haben. Dann siehst du, dass Jesus zu ihnen sagt, sinngemäß, das ist in 15, Entschuldigung, Matthäus 12, Vers 15, ja, Matthäus 15, Vers 2, zum Beispiel waschen sich die Hände nicht, bevor sie ein Mahl einnehmen. Aber jetzt sagt Jesus, als Antwort sagt er zu ihnen, wie kommt es, dass auch ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferung willen übertretet. Kritisiert Jesus, dass die Pharisäer einige Gesetze aus dem Alten Testament übertreten. Jetzt geht's weiter. Zum Beispiel sprach Gott, gut aufgepasst, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter beschimpft, soll im Tod enden. Andere Übersetzung, soll getötet werden. Das haben wir eben im Alten Testament gehabt. Er kritisiert hier die Pharisäer, dass sie das nicht praktizieren, dieses Gesetz. Jetzt, was ist mit dem Händewaschen? Dieses Gesetz gibt es gar nicht im Alten Testament. Ich habe hier nachgeguckt die ganze Zeit hier, weil hier stehen immer die Punkte. Ich frage von den Pharisäern, warum achtest du die Gesetze der Alten nicht? Das war also über eine Überlieferung, so wie Hadith oder so. Ja, aber diese Sachen, warum Überlieferung von Männern früherer Zeiten? Ja klar, also das ist eine Überlieferung von Männern früherer Zeit. Das heißt, es bezieht sich nicht unbedingt auf das Gottesgesetz. Von daher ist es nicht das, was Jesus will. Das heißt aber, der Vers selber beweist nicht, weil die Leute, die sagen, guck mal, das beweist, dass man das ruhig machen kann. Und dann wird gesagt, Jesus hat gesagt, nicht das, was in den Mund reinkommt, macht den Menschen unrein, sondern was rauskommt. Aber das ist korrekt. Das ist korrekt, denn wir selber sagen, was in den Mund reinkommt, ist zum Beispiel etwas, was dich nicht unbedingt unrein macht. Aber was rauskommt, kann dich zum Unglauben bringen. Das ist ein Punkt, der absolut mit Islam übereinstimmt. Der Prophet Sassim sagt, jemand sagt ein Wort, dem er nichts beibemisst, und stürzt damit Stufen ab in die Hölle. Er wird damit ungläubig, und er sagt, der Gläubige wird niemals unrein. Aber wenn du ein Wort sagst, durch das du ungläubig wirst, dann bist du unrein. Im ideellen Sinne. Ja? Das sind die Punkte, die ich in diesem Zusammenhang erwähnen wollte. Wie gesagt, wenn jemand kommt und sagt, ja guck mal, die Gesetze sind abrogiert worden. Jetzt eine Frage sowieso, was für mich ein großes Problem darstellt bei der ganzen Theologie aus dem Neuen Testament, ist ja vor allen Dingen die Deutung von Paulus von dem Neuen Testament. Ja?
Und wenn wir jetzt sehen, dass Jesus sagt, derjenige, der auch nur ein einziges Gesetz ändert, der wird der Kleinste genannt werden. Und wir sehen ganz eindeutig, dass Paulus und dass Jesus laut Matthäus 15 sie sogar auffordert, die Pharisäer, warum unterscheltet Tadel, dass sie die alten Gesetze nicht anwenden, dann fragt man sich natürlich, jetzt kommt noch ein anderer Schubhaar, Johannes 8. Johannes 8, eine Frau wird gebracht und sie soll gesteinigt werden, weil sie Ehebruch begangen hat. Und da sagt Jesus, der noch keine Sünde gemacht hat, soll den ersten Stein werfen, laut Bibel. Dieser Vers sagt er erstmal nicht, dass das Gesetz aufgehoben ist, sondern er sagt, wer keine Sünde gemacht hat, soll den ersten machen. Das ist erstmal Punkt 1. Punkt 2 ist, also man kann das auch so verstehen, wenn zum Beispiel Zeugen kommen im Islam, die keine guten Zeugen sind, die Sünder sind, dann wird das Zeugnis von denen nicht akzeptiert. Und Jesus hat gesagt, wenn sie dich nicht verurteilen, verurteile ich dich auch nicht. Und der Prophet Mohammed, als jemand zu ihm gekommen ist, und er hat gesagt, er hat Zina begangen, der Prophet hat sich von ihm abgewandt. Er wollte nicht. Er hat gesagt, du warst bestimmt nicht bei Sinnen. Und du hast bestimmt nur geküsst. Oder ja, so. Weil er wollte diese Sache. Aber er hat gesagt, nein, nicht geküsst. Und ich war auch bei Sinnen. Und dann hat er das durchgeführt. Das heißt, der Prophet Mohammed wollte der Sache auch umgehen. Jesus hat Ähnliches gemacht, laut diesem Vers. Wenn dieser Vers stimmt, er hat gesagt, wer noch keine Sünde gemacht hat, seid ihr wahrhaftige Zeugen, sollen erst einen Stein werfen. Wenn sie euch nicht verurteilt haben. Er hat nicht gefragt, ja, hast du es gemacht? Und es hat sich erledigt. Aber Johannes 8 kommt in keinem der ältesten Manuskripte, 1 bis 11, kommt in keinem der ältesten Manuskripte der Bibel vor. Diese Verse kommen in keinem der ältesten Manuskripte, Codex Syriaticus oder wie der sich nennt, kommt in keinem der ältesten Manuskripte vor. Das habe ich auch hier noch stehen in der Bibel. Sie haben hier eine Fußnote dazu, dass dies in keinem der ältesten Manuskripte vorkommt. Das ist Johannes 8. Von daher muss man davon ausgehen, dass es nicht zu der wahren Bibel gehört. Deswegen kann keiner sagen, dass Jesus diese Gesetze abrogiert hat, laut Bibel. Und da muss man sagen, dass Paulus den Lehren Jesus widersprochen hat. Das sind ganz klare Punkte, die man in diesem Zusammenhang bringen kann. Ich habe es hier in den Handschriften des BSY, das heißt Codex Syriaticus oder so, sind diese Verse nicht vorhanden. Und das ist auch allgemein. Das ist auch allgemein. Das ist dieser Vers, dass sie die Frau bringen, der noch keine Sünde gemacht hat, soll den ersten Stein werfen. Ja? Also dies kommt in keinem der ältesten Manuskripte vor. Dies ist erstmal das Thema gewesen. Ich hoffe, dass das einigen Leuten helfen wird, dass wir uns nicht immer auf Diskussionen um den heißen Brei einlassen, sondern dass wir über den Kern der Botschaft reden. Der Kern der Botschaft ist, diene Gott alleine. Und das ist der Weg ins Paradies. Und es ist so einfach. Wie ich eben schon gesagt habe, als der Prophet Sosem mit Mu'ath ibn Jabal, jeder, der die Botschaft will, was hindert dich daran, fünfmal am Tag zu beten, dieses um deine Seele zu reinigen? Fasten haben alle Propheten gemacht. Wir haben die Propheten gebetet. Jesus hat mit dem Gesicht auf den Boden gebetet. Abraham hat mit dem Gesicht auf den Boden gebetet. Laut Bibel, Josua hat mit dem Gesicht auf den Boden gebetet. Moses hat mit dem Gesicht auf den Boden gebetet. Aaron hat mit dem Gesicht auf den Boden gebetet. Alle Propheten. Wer folgt der Botschaft der Propheten, die der allmächtige Gott gesandt hat? Wer betet so? Wer fastet so? Wer dient dem allmächtigen Gott so? Alhamdulillah, die Leute, die sich Muslime nennen. Deswegen, Brüder, das sind einige Argumente, die ich nennen wollte. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.